wenn du Kernan auf Wish bestellst. Aber nein, das ist tatsächlich der echte Kernan. Der, nachdem die Attraktion im Hansapark thematisiert ist. Wir sind immer noch in Schweden. Heute Morgen waren wir noch in Göteborg, gestern und vorgestern in Liseberg. Video dazu ist auch schon online. Guckt es euch besser nicht an, ist auch scheiße geworden, so wie immer. Wir sind jetzt mit dem Fahrstuhl hier in der kleinen Stadt Helsingborg in Südschweden hochgefahren. Auf die Kernanfestung. Und wir sind gerade krass hoch, das hätte ich nicht gedacht. Und hier ist der Kernan. Da ist der originale Kernan. Cool. Ich glaube, aktuell darf man da leider nicht rein, aufgrund von Corona oder bauen irgendwas um oder so. Auf jeden Fall geht's nicht. Alter, der Ausblick ist geil. Ich zeige euch mal. Das ist fancy, oder? Helsingborg sowieso relativ schön. Bisschen asozial, also. Das fühlt sich an wie Lübeck in asozial. Aber es ist schön auf jeden Fall hier. Das Teil ist halt wirklich, wirklich klein so im Vergleich zum unechten Kern. Also der Nachbau ist halt einfach doppelt so hoch. Und das sieht man auch. Also, dieses kleine Dings da hat halt einfach nur 4 Stockwerke. Steht sehr viel schöner Kram auf Schwedisch. Perfekt. Ich hätte jetzt eigentlich Bock, das zu lesen. Hier steht's auf Englisch, never mind. Okay, Kernan bleibt geschlossen, bis die Covid-Situation sich improved. Schade. Aber diese Tür sieht geil aus. Alter, so, was kann man hier sonst noch so machen? Alter, was ist mit meinen Haaren los? Was kann man hier sonst noch so machen, als einmal drum herumgehen? Ja, nix. Also gehe ich jetzt einmal drum herum. Sieht schön aus, wow. Schön grün und dann diese Steine da. Sehr schön. Hatte Geschmack, dieser Erik. Es ist halt wirklich einfach nur komplett schwarz, wenn ich gegen die Sonne bin. So, ich werde die Situation hier vor Kernan mal nutzen, um euch allen etwas die Geschichte von dem Turm und wie auch der Attraktion, also wie das alles mit der Attraktion zusammenhängt, zu erläutern. Macht's euch gemütlich. By the way, ich habe einen Kernan-Pullover an. Also der war im 13. Jahrhundert dieser König von Dänemark. Damals gehörte dieser Teil von Schweden noch zu Dänemark. Er ist gestorben, wurde ermordet, keiner weiß bis heute wieso, und sein 12-jähriger Sohn wurde dann halt König, Nachfolger. Er war aber noch relativ jung und hatte einfach keine Ahnung von Herrschen. Dadurch hat er halt sich viele Feinde gemacht, weil er einfach richtig dumm war und hat viel Geld rausgeschmissen. Das Volk war arm, hat gelitten darunter. Auf jeden Fall kamen dann auch noch Feinde, zum Beispiel Rostock, glaube ich. Entweder war Rostock verbündet oder Feind. Das Volk selbst hat sich auch gegen ihn aufgelehnt und er hat seinen Baumeister beauftragt, eine uneinnehmbare, krasse Festung zu bauen. Im Herzen dieser Festung der Turm Kernan. Oder auf Deutsch halt der Kern. Auf jeden Fall hat er ihm dann dieses scheiß Ding gebaut und das steht immer noch, weil es halt wirklich sehr, sehr gut gebaut wurde. Mit allen möglichen Abwehrmechanismen und so Zeug halt. Und jetzt kommt die Story bzw. die Legende dazu, die auch in der Achterbahn der Schule des Kernan benutzt wird. Nämlich hat er ihn dann gefragt, also der König Erik Menved hat den Baumeister gefragt, ist der Kernan dann wirklich uneinnehmbar? Hat er gesagt, naja, er ist schon wirklich sehr gut, aber uneinnehmbar wird er erst, wenn du diesen alten, sehr vertrauenswürdig aussehenden Schwur aufsagst. Natürlich hat er das gemacht und dieser Schwur beschützte tatsächlich den Kernan. Allerdings beschützte er ihn auch vor dem König, weil dieser König, wie schon gesagt, dem Volk und somit auch dem königlichen Kernan sehr viel Unheil gebracht hat. Das heißt, er hat sie sozusagen selbst mit seiner Gierigkeit nach Sicherheit und Macht verbannt. Alter, ich sollte unbedingt Geschichtenerzähler werden. Super spannend, oder? Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, das ist nur so, wie ich es im Kopf habe. Auf jeden Fall laufe ich jetzt hier durchs Gebüsch und tschüss. Das war die Schwedentour, by the way. Hat sehr viel Spaß gemacht, war super toll. Isst mehr Schokolade. Aber nur ohne Zucker. Und ohne Milch. Und ohne Kakao. Eigentlich habe ich mich schon abgemeldet, aber wir gehen gerade auf den Weg zum Meer und da ist einfach Tivoli.